Hey ho, meine Lieben, heute mache ich einen Mega Double Bacon Cheeseburger. Genau, so nennen wir das Video. Und was kommt dann noch mit drauf? Meine selber gemachte Soße. Burgersoße. Barbecue-Soße, kann man sagen, wie man will. Die war ja im letzten Video fällig. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Zutaten an. So, Freunde, dann haben wir hier schon die Übersicht. Ich glaube, 900 Gramm Hack sind es, zu schätzungsweise 80-90% Rinderhack. Und ja, dann haben wir hier unsere Brioche Buns mit dem Zwischenboden. Na, wie habe ich das geschafft? Na, ganz einfach. In den Tüten sind ja 4 Burger drin und da habe ich eben zweimal den Boden geklaut und damit neigelegt. Dann jede Menge von dem geilen Burgerkäse. Und dann habe ich hier noch so einen Grill, sogenannten Grillbacon gefunden. Also richtig schöne dicke Scheiben. Und ja, Double Bacon Cheeseburger. Mega Double Bacon Cheeseburger. Dann habe ich hier noch einen sogenannten Lollo Rosso Salat. Und unten drunter verbergen sich schon die Zwiebelchen ein paar. Die kommen auch noch mit auf die Feuerplatte. Wir machen heute von der Feuerplatte. Ja, dann gehen wir hier gleich mal. Ja, die Jackie-Soße natürlich. Machen wir gleich weiter mit dem Hack. Das würzen wir gleich. Frei nach Gefühl. Salz, Pfeffer und ungarische Paprika edelsüß. Jawohl. Und dann hauen wir noch einen kleinen Sputz von der Worcestersoße mit rein. Da brauchen wir gar nicht so viel. So, na, komm. Und dann können wir das Ganze auch schon ordentlich durchkneten. Und dann werde ich das probieren. Und entscheiden, ob ich noch Gewürze hinzutue. Schmeckt irgendwie noch nach viel zu gar nichts. So, das muss aber jetzt reichen. Und wenn ich fertig durchgeknetet habe, sehen wir uns an dem oberen Brett wieder. Dann seht ihr auch, warum ich hier noch zusätzlich ein glattes Brett hingelegt habe. So Leute, jetzt kommt der interessante Teil vom Hackfleisch, die Patties formen. Nehmen wir erstmal unsere gesamte Ladung Hackfleisch. Und ungefähr zwei gleich schöne große Knödel. Eigentlich fast zu dick schon. Ja, zu dick. Es sollen ja jeweils zwei Patties rauskommen. Uno. Ja, ja, locker. Sogar noch etwas stärker als der erste. Passt. Ja, und dasselbe mit dem zweiten Boller. So Leute, und für den besseren Transport und das schönere Aufschlagen auf der Feuerplatte habe ich noch Backpapier zwischengelegt. Was haben die Teile für einen Durchmesser? Naja, so 14,5 cm.
Oh, ich habe wieder Cappuccino bekommen. Danke, Patricia. Ja, den brauchen wir jetzt nicht im Video. Ciao, bis morgen. Ciao, ciao. Willst du nicht mit essen? Nein, ich war jetzt zu meiner Freundin. Gut, dass ich bloß zwei mache. Haha, Pech gehabt. Ja, gibt es das auch, die verzichtet auf leckere Burger? Okay, Leute, dann haben wir die hier, das hier, das hier und das hier zum Mitnehmen nehmen. Mehr ist es nicht. Alles weitere draußen mitkommen. So, Leute, die Feuerplatte ist am Vorheizen. Ja, am Anfeuern. Und ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich da unten nicht die Blümchen zusammenlatsche. Sobald sie angefeuert ist, ich muss sie nochmal sauber machen, nochmal nachölen, können wir anfangen, unser Zeug drauf zu wuchten, drauf zu schmeißen, drauf zu ballern. So, nochmal kurz die Platte ordentlich eingeölt. Jetzt müssen wir bloß das, was neu läuft, schnell abflammen lassen. Und dann können wir loslegen. Obwohl, hier an dem Rand können wir auch schon anfangen. Beziehungsweise da hinten. Da fange ich jetzt gleich einmal mit dem Bacon an. Ja. Komm, klatsch, klatsch, klatsch und nochmal klatsch. Okay, eigentlich bloß noch die Zwiebeln auf der Feuerplatte und nachher dann das Brötchen anbrösten. Oh. Mama mia, wo geht jetzt rum? Oh, die Blutflürmer. Ja, Leute, auf der Platte geht was. Können wir auch schon die Burger fertig umdrehen, würde ich mal behaupten. Leute, die Gerüche, was wir gerade aufsteigen, abartig geil. Drehen wir sie nachher nochmal um. Vielleicht drehen wir sie nochmal um, deswegen warte ich noch kurz mit dem Käse. Dann müssen wir fertig zum Brötchen nochmal. Beschleunigen wir das Ganze noch ein bisschen. Jeweils immer mit zwei Patties. So, Schatz fragt gerade, ob ich meine, dass ich die Soße rauskriege. Das sehen wir schon. Und zwar gleich. Bisschen spuzi. Wenn man zu viel drauf gekriegt hat, dann nimmt man halt gleich einmal den Deckel und holt sich wieder ein bisschen was runter. Da ist nicht zu viel. Unten erst einmal ordentlich Salat. Salat muss sein. Dann kann man jeweils mal halbieren. Kommt unten schon mal ordentlicher Bacon drauf. Ja, jawohl. Die ersten zwei Patties.
einfach mit der Hand. Zwiebeln. Der Zwiebeln kommt oben drauf. Ein bisschen Nugget Bacon. Weg, ihr blöden Fliegen! Mai essen! Komm. Brötchen. Brötchen. Wieder etwas Soße. So, Bacon, Bacon, Bacon. Jeweils zwei Streifen Bacon. So, wie sehen die Burger aus? Das reicht. Ich glaube, da habe ich jetzt geschummelt. Der gehört hier rüber. Der gehört hier rüber. Dann machen wir einen Schuss Soße oben drüber. Verteilen. Also wie man den im Prinzip nachher zusammenbaut, das bleibt ja jedem selber überlassen. Ja, mein Schatz, guten Appetit. Fertig! Cool. Sehen die Teile nicht richtig, richtig geil aus? Und den lasse ich mir jetzt schmecken. Hm. So Leute, und jetzt schneiden wir das Ding erstmal auf und schauen uns an, ob der von innen genauso geil aussieht wie von außen. Ich glaube, mein Messer ist zu klein. Mein Messer ist zu klein. Wow. Jawohl, er sieht von innen genauso geil aus wie von außen. Und jetzt gibt es einen richtigen schönen Burger-Anbiss. So, mein Schatz fragt gerade, wie ich diese den essen soll. Ich bin auch noch am Überlegen, aber für euch beiße ich jetzt da hardcore rein. Dieses ist nicht gestellt. Geil mit der Soße. Richtig geil. Ich esse jetzt. Wow! Meine persönliche Meinung? Einer meiner besten Burger überhaupt, die ich gemacht habe. Und diese Jackie-Soße, richtig geil. Mein Schatz meinte gerade, ein bisschen Jackie-lastig. Naja, die hat das Video dazu noch nicht gesehen. Dann weiß sie, warum eigentlich der erste Schmutzer aus der Jackie-Flasche etwas Jackie-lastiger war. Aber Leute, ihr müsst es nachbauen so. Oh, ich habe zu viel gegessen. Es war richtig hammergeil. Oder Schatz, was sagst du dazu? Er war sehr lecker, sehr, sehr lecker, sehr, sehr lecker.
Also einen schaffen. Ja, ich habe jetzt auch nicht ganz einen geschafft. Ja, halb, drei Viertel sowas. Und dann macht's zu. Aber es wird dann später noch weiter gegessen, definitiv. Wow. Also ich bin wirklich begeistert dieses Mal. Mehr als 110%, also gigantisch. Würde mich über Daumen nach oben freuen. Abos wären auch natürlich noch, wie immer, nicht schlecht. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschaikowski. Tja Leute, und genau so soll es hinterher aussehen.